Hallo zusammen. Nikon Z8 Kamera Testbericht. Die Kamera ist ein Testgerät, das mir Nikon Deutschland zur Verfügung gestellt hat. Ich kriege aber kein Geld dafür und die kriegen das Video auch nicht vor euch zu sehen. Ich habe die Kamera jetzt mehrere Wochen im Einsatz gehabt, versucht möglichst vielseitig damit zu arbeiten. Ich war Pferde draußen fotografieren als Sportaction. Ich war Pferde in der Halle fotografieren, natürlich meine Familie, Hund und so weiter. Im Studio ein bisschen buntes Programm, um mir ein möglichst umfangreiches Bild machen zu können. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Nikon Kameras und kann dementsprechend auch so ein bisschen beurteilen, was ist besser, was hat sich verändert gegenüber alten Spiegelreflexkameras, aber vor allem natürlich auch gegenüber Z6, Z7, egal ob 1 oder 2. Also in diesem Video sage ich dir, wo das Problem mit der Kamera ist und vor allem natürlich, wo die Stärken sind und ob du sie dir kaufen solltest. Haptik, Verarbeitung. Auffällig an der Kamera ist natürlich die Größe. Wenn du von der Z9 kommst, sagst du natürlich, oh, kleine Handtaschenkamera. Aber alle anderen werden sagen, es ist eine große Kamera. Sie ist größer als so eine Nikon Z7 II. Und das ist tatsächlich ein Thema. Sie passt noch in den Fotorucksack. Ich habe das große Inlet von F-Stop. Da passt das gerade noch rein. Der Rucksack geht gerade noch zu. Aber ich merke es so ganz klein ein bisschen im Rucksack. Also es dürfte wirklich kein Stück größer sein. Es wird auch kein Zufall sein, gehe ich von aus. Das ist für und wieder, weil eine große Kamera in der Hand ist immer gut, weil man kann gut mitarbeiten, viele Knöpfe kann man, also Haptik ist wirklich, wirklich gut, das kann Nikon, das kann kaum einer so wie Nikon, also tipptopp, bin ich total zufrieden mit. Aber ich habe mich jetzt auch immer wieder erwischt, weil ich auch nebenbei die Fuji XS20 im Testbericht hatte und immer wenn ich losgegangen bin, irgendwas machen, egal was, im Zweifelsfall habe ich immer die Fuji genommen, weil halb so groß gefühlt, ne? Und die dann immer so, ja gut, ich muss den großen Rucksack mitnehmen, okay, ich nehme es mit, im privaten Umfeld. Wenn du sie für Berufsfotografie nehmen willst, klar, es gibt kaum was Besseres. Ne? Also ja, und es spielt das Gewicht auch nicht so eine Riesenrolle wahrscheinlich. Aber diese Unterscheidung zwischen sehr große Kamera, schwere Kamera für den privaten Bereich, die du dann nicht mitnimmst oder nur widerwillig mitnimmst, das würde ich mir sehr, sehr gut überlegen. Gegenüber der Z7 II ist das nicht viel, auch auf dem Papier ist das nicht viel. Gerade wenn da noch Objektiv dran ist und so weiter. Also wahrscheinlich kein K.O.-Kriterium, aber es ist nochmal so dieses Tick mehr. Aber es ist vor allem so ein bisschen so Nikon Z5, die deutlich kleiner ist und vielleicht die bessere Kamera ist für dich, wenn du sie vor allem privat nutzen willst, weil du die wahrscheinlich sehr viel öfter mitnehmen wirst. Abhängig natürlich davon, welches Objektiv. Ein 70-200er da dran, dann ist egal, wie groß die Kamera ist. Ne? Also das ist wirklich auffällig. Ansonsten, ich habe oben das Display, was eine sehr gute Sache ist, weil ich dann halt eben auch, jetzt sehe ich zum Beispiel, wie viele Bilder ich noch habe. Sobald ich sie anmache, sehe ich natürlich Akku und so weiter, Einstellungen. Habe ich bei den meisten Kameras, die ich sonst nutze, nicht, vermisse ich da auch nicht wirklich. Aber wenn man es hat, nutzt man das. So ein bisschen wie beim Auto, ein Head-Up-Display, wenn man das gewohnt ist, ist das schon ziemlich gut. Klar kann man auch ohne fahren und wenn man es nicht gewohnt ist, vermisst man es auch nicht. Aber wenn man es mal hat, also ist gut, gut, dass es das hat. Kein Kaufkriterium, aber es ist sicherlich ein Bonus. Wichtiger ist wahrscheinlich Speicherkarten. Ich habe zwei Kartenslots. Das ist mir persönlich völlig wurscht. Mir ist nur wichtig, ich kann eine SD-Karte reintun. So, pack da irgendeine SD-Karte rein. Mit einer SD-Karte hat man 50 Dateien RAW, die man schreiben kann. Bzipp, und dann wird es langsamer. Ja, also wer mehr als 50 braucht, wie viele Leute sind das, die mehr als 50 brauchen in maximaler Geschwindigkeit? Ist ja nicht so, dass man danach nicht weiterarbeiten könnte. Wenn du eine große Karte nimmst, die sind halt sehr viel teurer, brauchen die teuren Speziallesegeräte. Ich habe gar keine große Karte, auch kein Lesegerät dafür. Aber das Problem ist ein bisschen, ich bin unterwegs, ich habe meine Speicherkarte vergessen. Wem passiert das manchmal? Was macht man? Man fährt zur Tankstelle, man besorgt sich irgendwo eine SD-Karte, weil das geht immer. Ich habe immer eine zur Not im Rucksack liegen auch. Aber mit den großen Karten ist mir tatsächlich passiert, bei dem Testbericht zur Nikon Z6 war das, glaube ich. Bin ich in Urlaub gefahren, Kamera mitgenommen, keine Speicherkarte. Dann hat mir einer von euch aus Österreich, ich war in Bayern, aus Österreich über die Grenze gekommen, hat mir seine Speicherkarte geliehen, weil ich die Speicherkarte vergessen habe. Und von Nikon habe ich mir noch ein Lesegerät zuschicken lassen und so weiter. Also Riesentheater mit den blöden Karten. Wenn man darauf komplett umgestellt ist und so weiter, ja, sie sind schneller. Sie sind schneller und angeblich robuster. Ich habe noch nie ein Bild verloren wegen kaputter Speicherkarte. Aber ich nehme halt auch hochwertige Karten. So. Ansonsten, was sehr, sehr auffällig ist, sind Sucher und Display. Die sind bei der Z7 II oder Z6 II aber auch schon sehr, sehr gut. Gefühlt, wenn man, ich habe sie im Büro eben nochmal nebeneinander gehalten, ja, die sind einfach beide gut. Keine Ahnung, ob es also nicht auffällig besser im Sinne von, ich mache bessere Bilder, weil ich mehr sehe wegen Display oder Sucher, als bei der Z7. Aber Z7 II und Z6 genauso, die sind halt sehr, sehr gut. Also wenn du von der alten Kamera kommst, von der Einsteigerkamera oder sowas, dann ist es natürlich ein großer Unterschied. Muss ich mal irgendwie ausmachen. Der Sebastian schreibt mir hier die ganze Zeit Nachrichten auf mein Handy. Sorry. So, was haben wir noch zur Haptikverarbeitung? Die Kamera ist wetterfest. Ich habe den Gießkannentest gemacht.
Es hat auch gut funktioniert, die Kamera. Man sieht es ja, die funktioniert noch ein paar Wochen später. Also man muss sie halt dann natürlich gut abtrocknen und dann ist gut. Die kann man auch im Regen benutzen, natürlich, dafür ist sie gedacht. Display vielleicht noch ganz kurz, ich kann das hochklappen, so wie das viele gerne haben wollen, wenn man am Stativ arbeiten möchte. Und man kann sie aber auch ins Hochformat bringen. Das heißt, ich kann dann auch eben Hochformat arbeiten so. Ich kann sie nicht nach vorne bringen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt mit Sony filme und nicht mit Nikon, weil Nikon K.O.-Kriterium. Ich als Ein-Mann-Bude, ich muss ein Klappschwenkdisplay haben, das nach vorne geht. Das ist ein großer Fehler meiner Meinung nach bei Nikon, weil ich weiß, viele wünschen sich das so, wie es jetzt gelöst ist, aber guck dir die Sony A7 R5 an, da gibt's das in alle Richtungen. Best of. Weil alle YouTuber, alle Influencer, für die fällt die Kamera so ein bisschen raus, weil wie filme ich mich? Externen Monitor schnalle ich hier nicht rauf. Könnte ich machen, klar, mache ich nicht. Ich könnte Bildausschnitt machen und mich dann irgendwo blind hinstellen und denken, ja, ich bin schon drauf, im Weitwinkel wird das schon gehen. Mache ich ja nicht. Deswegen, K.O.-Kriterium für mich als Filmer, einfach weil das Klappschwenkdisplay nicht nach vorne ist. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es gesagt, Haptik, so wie das sein soll, viele Funktionsknöpfe etc. Einschließlich hier vorne nochmal und also ja, in alle Richtungen. Kannst du sonst auch nachlesen. Ja, also gut, das kann Nikon einfach. Punkt. Autofokus. Der Autofokus ist im Wesentlichen der von der Nikon Z9 und der ist sehr gut. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Objekterkennung und Autofokus. Objekterkennung ist, die Kamera sieht, ich bin Mensch, die weiß, ich habe ein Auge, die fokussiert aufs Auge und ich kann auch wählen, auf welches Auge. Das klappt mit der Kamera sehr, sehr gut. Das konnte Nikon traditionell nicht gut. Das ist das Problem mit der Z6, Z7. Ich arbeite seit Jahren mit denen. Erst der 1er Version und dann mit der 2er Version. Auch so meine Auftragssachen mache ich in der Regel mit Nikon, weil ich mit den Kameras per se sehr, sehr zufrieden bin. Ich nutze die Objekterkennung aber gar nicht, weil sie nicht zuverlässig funktioniert. Und wenn sie manchmal funktioniert, dann ist es schlimmer als gar nicht. Deswegen nutze ich sie gar nicht. Während hier, das funktioniert. Das funktioniert eigentlich fast immer. Mit ganz wenigen Ausnahmen in der Tierfotografie komme ich gleich nochmal drauf. So, also Objekterkennung. Das konnte Nikon bislang nicht gut. Z6, Z7 habe ich gesagt, kannst du in die Tonne hauen. Das heißt nicht, dass es nie geht. In idealer Situation jetzt hier top beleuchtet und so weiter. Na klar geht das da auch. Aber da ist auch ein bisschen egal. Natürlich kann das jeder Autofokus. Ein bisschen wichtiger ist wahrscheinlich, der Autofokus an sich, also Autofokus im Sinne von, ich habe einen Punkt, ich fokussiere irgendwas an und er geht dahin und trifft dann auch und bleibt da auch drauf im Continuous Autofokus. Wichtig für die Tierfotografen. Ich war unterwegs mit dem Chris Kauler. Er hatte die Canon R6 dabei, also mehr oder minder das Beste, was Canon anzubieten hat an Autofokus. Und ich hatte die Z8, die sehr viel teurer ist, muss man natürlich sagen. Und er hatte eine viel bessere Objekterkennung. Aber wir hatten auch Situationen, zum Beispiel im Gegenlicht gegen die Sonne, wo ich problemlos fokussieren konnte und er gar nicht. Also Objekterkennung Canon besser, aber Autofokus ist hier mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also auf jeden Fall so, dass man, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, ein bisschen Mühe gegeben hat, ein bisschen versteht, wie der funktioniert, der Autofokus, und halt nicht immer Objekterkennung nimmt bei den Tieren, sondern dann bevorzugt tatsächlich doch noch den Punkt nimmt, kann man damit sehr, sehr gut arbeiten. Unterschied zur Z6 und Z7, der ist riesig, der ist wirklich riesig. Zum einen funktioniert sie besser bei wenig Licht, aber vor allem halt diese Objekterkennung, die du dann nutzen kannst. Du kannst anders fotografieren. Wenn du das bislang noch nicht hattest als zuverlässig, weil gerade Kinder, ne, du kannst mit deinen Kindern, du kannst die Kamera so halten, du kannst mit denen reden, interagieren und kannst so ein bisschen in die Richtung halten. Als Streetfotograf natürlich genauso. Du weißt, der sitzt halt immer. Jetzt bei der Sony genauso. Ich kann jetzt hier aus dem Bild gehen, ich kann hier rumlaufen. Es spielt gar keine Rolle, wo ich rumlaufe. Ich weiß, die erkennt mich, obwohl ich einen Hut auf habe und so weiter. Und das ist bei der Nikon natürlich genauso. Also das Problem, dass die Objekterkennung nicht richtig funktioniert, das haben sie gelöst, das ist gut. Gerade bei Menschen, da ist es deutlich besser als bei Tieren. Das funktioniert, wie gesagt, drinnen draußen. Ich habe zum Beispiel Pferdefotografie. So, Diana, die ist geritten und gesprungen. Es ist keine super schwierige Situation, aber so ganz langsam ist so ein Pferd auch nicht. Und ich wollte ein Video dazu machen. Pferd im Sprung, das ist der Sprung. Da hinten ist die Jana mit dem Dorian. Und ich habe hier die neue Nikon Z8 mit 70-200er. So. Eine super einfache Sache. Mein Zielfoto war so ein bisschen sie so von der Seite, ganz leicht von vorne von der Seite, im Sprung zu erwischen, dass das Pferd sich gerade so streckt und sie halt sich über das Pferd beugt, sodass es nachher, dass man sieht, dass das Pferd springt und so weiter. So, da bin ich so bei 150 mm Größenordnung, Blende einigermaßen aufmachen, sehr kurze Verschlusszeit, weil ich natürlich das Pferd im Sprung zeigen will und einfrieren will. Deswegen eine sehr kurze Verschlusszeit. Außerdem scheint die Sonne. Ich habe gar keine Auswahl davon ab. Vom Autofokus ganz kurz. Jetzt habe ich diverse Möglichkeiten. Ich habe erstmal mit 3D-Tracking gearbeitet. Das ging sehr, sehr gut. 3D-Tracking heißt halt, ich kann sie, wenn sie angaloppiert kommt, sie ist ja nicht super schnell, also nicht so wie ein Motorradfahrer oder wie ein kleiner Vogel. Ich habe ja genug Zeit. Ich kann sie anvisieren. 3D-Tracking, dann bleibt er auf ihr drauf. Ich kann mitschwenken. Und wenn das Pferd springt, löse ich aus mit
10, 12, 15 Bilder pro Sekunde. Und dann habe ich meinen Shot relativ einfach. Es braucht dann vielleicht 2, 3 Versuche, dass sie und Pferd im Einklang sich strecken. Aber es ist schon eigentlich ziemlich langweilig, ehrlich gesagt, fotografiertechnisch, weil die Kamera das einfach macht. Das war also jetzt wirklich einfach. Eine Alternative ist natürlich, ich kann Objekterkennung machen, das heißt entweder Mensch oder Pferd, das kann ich mir aussuchen, weil ich bin relativ weit weg, weil das Pferd so groß ist. Das heißt, ich habe genug Schärfentiefe, dass sowieso, wenn sie im Fokus ist, ist das Pferd auch im Fokus. Also ich muss mich nicht entscheiden zwischen Mensch und Pferd. Das könnte ich machen. Ich kann bei Nikon ja vorgeben, Pferd oder Mensch. Ich habe es ausprobiert, das klappt auch sehr gut. Der geht dann auf sie, weil ich Mensch ausgewählt habe, weil im Zweifelsfall entscheide ich mich für den Reiter und nicht für das Pferd. Aber das ist natürlich eine Frage der persönlichen Präferenz oder das, wie teuer das Pferd ist vielleicht auch, wenn es eine Auftragsarbeit ist. Ja, noch nie so ein langweiliges Shooting gehabt, einfach kameratechnisch, weil erster Lauf und so, ja, hier ist das Foto. Und dann haben wir überlegt, so was können wir noch machen, so, weil der ganze Aufwand für irgendwie 3 Minuten Arbeit, ne? Also Pferd putzen und so, hat natürlich länger gedauert. Na gut, wir machen jetzt Location-Wechsel und dann sehen wir uns vielleicht nochmal drüben. Dann Voltigierturnier drinnen, also in der Halle. Das heißt, Licht sehr unterschiedlich, teilweise sehr helles Licht, teilweise ein bisschen dunkleres Licht, viel Bewegung, auch viele Leute, die vor mir rumlaufen und so weiter. Da habe ich mit der XS20 von Fuji gearbeitet, habe ich ziemliche Probleme gehabt und mit der Nikon natürlich gar nicht, also so, ja, so wie man das denkt, ne? Und zwar egal, ob Gesichtserkennung oder Punktautofokus, ging beides sehr, sehr gut, 3D-Tracking etc. Gerade wenn man sich hier im Menü, kann ich mir ja die Punkte einrichten so ein bisschen, also das C1, C2, kann man sich da ja hinlegen und da kann man sich so einen Bereich machen, der halt für das, was du machen willst, passt. Kannst du einfach einstellen und das habe ich gemacht und dann war das super einfach, damit Fotos zu machen. Also wieder so, ja, also als Werkzeug für ich mache meinen Job, ja, besser ist egal, weil wenn jeder Schuss trifft, dann trifft jeder Schuss. Besser wird das nicht. Die Situationen können schwieriger werden. Also Autofokus, check, das funktioniert. Praxis. Eine Besonderheit ist, es gibt kein Medium und Small RAW mehr. Medium RAW habe ich sehr viel genutzt. Das heißt, das ist eine Kamera mit 45 Megapixeln. Das heißt, die Nachbearbeitung ist sehr langsam. Gerade wenn du viele Dateien hast, gerade in der Sport-Action-Fotografie, wo du viele Dateien hast und die eigentlich auch gar nicht als 45 Megapixel haben willst, das ist eine super Sache. Du kannst auf Medium RAW gehen und hast dann halt eben Dateien, die immer noch groß genug sind für die Nachbearbeitung. Geht viel, viel, viel schneller. Haben sie leider gestrichen. Keine Ahnung. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, warum irgendjemand hat es ja beauftragt. Streiche Medium RAW. Ja, ist leider so. Es gibt die Möglichkeit, komprimierte RAW-Dateien zu nehmen. Das mache ich auch. Die Dateien sind ein bisschen kleiner, aber komprimieren kostet natürlich Rechenleistung. Also das macht die Verarbeitung natürlich nicht schneller. Das ist halt so. Dann, die Kamera hat keinen mechanischen Verschluss. Das kann, früher war das ein Problem, Thema Rolling Shutter. Das ist hier, also ich habe keine Situation gehabt, wo das ein Problem war. Das kann ein Problem sein mit der Blitzfotografie. Habe ich jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht gemacht. Aber da kannst du sonst nachgucken, wie das bei der Z9 ist, weil das sollte alles identisch sein und in der Regel auch keine Probleme machen. Also mir sind zumindest keine bekannt. Das Besondere dabei ist halt, dass der Sensor sehr schnell ausliest. Das ist das Wichtige und das ist bei den Kameras, bei den neuen so. Der Vorteil davon ist natürlich, die Kamera ist lautlos. Ich kann einen Sound anmachen, der klingt ein bisschen künstlich, aber ich kann vor allem auch lautlos arbeiten. Das ist ein bisschen irritierend. Ich habe das in dem Video mit dem Chris Kauler zur Canon R6 II. Das ist sehr aufgefallen, weil er hat immer lautlos gearbeitet, natürlich Tierfotograf. Und ich immer so, machst du schon was? Ich war ganz irritiert. Das kann tatsächlich ein Thema sein, wenn du Models fotografierst, die es gewohnt sind. Klick, 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 nach jedem Klick eine andere Pose. Dann denen fehlt das. Aber wie gesagt, man kann das anmachen. Spricht ja gar nichts dagegen. Viele Bilder pro Sekunde. Das ist bei Nikon halt auch sehr, sehr schön gelöst. Da war der Chris ein bisschen neidisch, wie man das einstellt. Wird, dass man halt im E-Menü kann ich mir das hinlegen natürlich. Und dann kann ich halt eben sagen, wie viele Bilder pro Sekunde ich haben möchte. Und das ist eine super Sache, weil ich halt super flexibel bin, je nach Situation. Weil ich bin jemand, ich will nicht unnötig viele Bilder machen, weil mir das die Nachbearbeitung, da habe ich keinen Bock drauf, da ewig mit 1000 Bildern nach Hause zu kommen, um 3 Bilder rauszuholen. Der Chris macht das halt, weil er das muss natürlich. Mir ist das immer so ein bisschen so, lieber weniger Bilder machen. Aber ja, also wenn du, keine Ahnung, 15, 20 Bilder pro Sekunde haben willst, dann kannst du das haben. Keine Ahnung, wofür. Der Chris kann 40 Bilder pro Sekunde mit erkennen, aber so hinter der Hand sagt er auch, ja, braucht er nie. Also wofür 40 Bilder pro Sekunde? Das ist echt viel. 0, 1, 40 Bilder. 20. Was machst du damit? Weil da sind natürlich ja klar, man kann immer sagen, also zum Beispiel, ich werfe die Frisbee für den Hund
Und der soll halt genau im richtigen Moment und richtigen Gesichtsausdruck und so weiter, klar, wenn du es professionell machst und sagst, du willst, hast wenig Zeit und willst mit möglichst wenig versuchen, deinen Shot haben, ja, okay, warum nicht? Ich weiß, irgendjemand will immer mehr haben. Für mich bräuchte es das nicht haben. Ansonsten, Thema Praxis, Objektive vielleicht noch, weil natürlich kaufst du letztlich immer das System. Ich habe hier zum Beispiel drauf das 50mm 2.8 Makro. 50mm 2.8 an Vollformat, ich hätte gerne 2.0 meinetwegen, aber 2.8 kann man auch mal mit arbeiten. Es ist halt klein und kompakt. Es ändert aber nicht die Situation, dass das Objektiv plus Kamera groß ist. Ne? Also Handtasche eher nicht mehr. Ne? Also das ist ein Brocken. Das heißt, du musst doch immer der Fotorucksack mit, was ich privat halt nicht immer machen möchte. Aber es gibt inzwischen sehr viel Auswahl. Nikon hat gerade diese Woche zwei neue Objektive vorgestellt, zum Beispiel das, 70-180 2.8 von Tamron, das sie überarbeitet haben, scheinbar ein anderer Motor drin, ich habe es nicht ausprobiert. Aber das Tamron-Objektiv, dazu gibt es eine Review bei uns, wir haben gesagt, das ist ziemlich gut. Es ist gegenüber dem normalen 70-200er, die fehlen 20 mm am Tele, ja, brauchst du nicht. Dafür ist es viel günstiger und viel kleiner und viel leichter. Generell finde ich nicht nur für die, sondern für die anderen Nikon-Kameras für ein Thema. Also das könnte man sich überlegen, ob man sich das nicht gönnen möchte. Und dann gibt es natürlich für die Tierfotografen ein paar sehr interessante Objektive, auch im eher halb billig sind die alle nicht, ne? Aber im nicht super teuren Bereich. Also ich bin da kein Experte, aber ich habe das Gefühl, Nikon ist im Moment mit Objektiven sehr, sehr gut aufgestellt für die Tierfotografen bzw. Sport-Action-Fotografen, wenn du also ein starkes Tele brauchst, gibt es inzwischen sehr viel Auswahl. Probleme vielleicht noch so ein bisschen. Ich habe es gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, Klapp-Schwenk-Display, weil es das nicht hat, habe ich mir die Filmfunktion auch gar nicht angeschaut. Die Bildqualität, ich habe kurz reingeschaut, ist sehr gut. Ich habe diverse Möglichkeiten, ich kann sehr viel einstellen, aber ganz ehrlich, mich interessiert 8K null, also wirklich null, überhaupt gar nicht. Egal ob intern, extern oder was, mich interessiert auch RAW-Film nicht, weil ich nicht die Zeit dafür habe, auch nicht das Know-how habe und ich habe nicht die Zeit habe, mir das anzueignen und wofür. Ne? Also ich stehe hier, schwierige Lichtsituation. Ich bin hier voll im Wald, alles grün und so weiter. Mein Gesicht müsste grün sein, aber ziehe ich einfach ein graues T-Shirt an und schon ist das Problem so ein bisschen halbwegs gelöst, in dem Fall mit der Sony. Also ich kümmere mich nicht um die Advanced-Funktionen, die mir die Kamera bieten würde. Auf dem Papier ist es die ideale Kamera zum Filmen tatsächlich, mit allen Möglichkeiten, die sie bietet. In der Praxis habe ich es, wie gesagt, gar nicht erst ausprobiert, weil es kein Schwenkdisplay hat. Ich habe zum Beispiel für die Sony ein sehr gutes Aufsteckmikrofon, mehrere sehr gute Aufsteckmikrofone, die es meines Wissens so in dieser Art dafür nicht gibt. Kann falsch sein. Und dann natürlich die ganzen Objektive, die ich für Nikon nicht habe, aber für Sony habe, weil ich sie habe, für Nikon nicht, beziehungsweise die es auch gar nicht gibt. Und das wäre so ein bisschen im Fazit, oder Richtung Fazit. Was mir natürlich fehlt, was ich sehr gerne benutze, wenn ich unterwegs bin, ist das Sigma 16-28 in 2.8. Und dann gibt es das 28-70 oder 28-75, gibt es ja verschiedene, von Tamron und Sigma. So, sowas gibt es bei Nikon einfach nicht. Das ist tatsächlich ein Manko für, ich habe mit Nikon gesprochen, Nikon Deutschland, als die Kamera rauskam und ich sie in der Hand hatte, habe ich gesagt, tolle Kamera, geschwärmt und so weiter, waren wir alle glücklich und habe gesagt, mach die doch mal in klein. Und dann irgendwie lange Gesichter, wie in klein. Das Nikon-Team hat das nicht verstanden, aber die Kamera ist zu groß für heutzutage. Nicht für die Profis, nicht für dich, wenn du sagst, du willst Maximum an Qualität haben, beste Kamera und so weiter. Ja, kommen wir gleich drauf, beste Kamera. Aber zum immer mitnehmen für privat, das fehlt halt so ein bisschen, eine sehr gute Kamera in klein. Also das alles nur noch mal ein bisschen schrumpfen. Müsste kommen und dann auch die passenden Objektive. Ja, kann man andere Meinung haben. Und ich weiß, es gibt das Tamron, das alte Tamron, gibt es ja auch für Nikon, das 28-75. Das hatte ich auch, das hat Nikon mir aufgeschwatzt zum Angucken. Ich habe einmal ein Testbild gemacht, wieder zurückgeschickt. Weil das ist das alte. Tamron selbst sagt ja, sie können es besser. Und sie können es besser. Das alte, ich weiß, viele haben das super beliebt und so weiter, weil Preis-Leistung sehr gut war. Aber es ist halt nicht gerade super scharf, ganz ehrlich. Und das ist ein bisschen schade, mit so einer Kamera würde ich das nicht nehmen. Also nicht, ich weiß, jetzt schreiben einige, doch, total zufrieden. Ja, ist okay. Guck dir mal ein 24-70 2.8 an. Ist teurer, aber das sieht man auch. Das ist halt leider so. So, soviel zur Praxis. Also ich bin, wie gesagt, super zufrieden damit. Mich hat nichts gestört, auch gerade so die Bedienung der Buttons, also der Play-Button hier unten zum Beispiel, da wo hingehört etc. Also tolle Kamera, die Spaß macht zu arbeiten. Und jetzt zum Fazit. Fazit. Das hängt natürlich davon ab, von was kommst du. Ich habe mit Fotohammer gesprochen. Die haben halt ein Trade-In angeboten. Das heißt, du konntest deine alte Kamera
abgeben und sie wollten dir einen guten Preis machen. Das haben hunderte Leute gemacht. Dementsprechend ging der Preis natürlich sofort in den Keller für die gebrauchten alten Kameras. Und dementsprechend haben es dann nicht alle gemacht, ist ja klar. Weil, ja, ist ja klar. Und das wäre auch so ein bisschen meine Empfehlung. Z7 II gibt es im Moment halt viele gebraucht, oder Z6 II. Und wahrscheinlich ist die gut genug für dich. Und wenn die gut genug für dich ist, als Landschaftsfotograf, brauchst du den Autofokus doch nicht. Du brauchst die neuen Funktionen nicht. Da gibt es keinen Grund, sich als Landschaftsfotograf von der Z7 II auf eine Z8 abzugeben. Also wirklich gibt es keinen Grund. Als Architekturfotograf natürlich auch nicht. Als Studiofotograf, ja, nein. Objekterkennung im Studio ist auch nicht gut genug, dass ich sie benutze. Das war mir zu frustrierend, weil manchmal geht es, manchmal nicht. Aber mit dem Punktautofokus, so wie früher, halt aufs Auge setzen, das ist ja kein Problem, kann man ja machen und dann geht das sehr, sehr gut. Also ganz ehrlich, der 7-2 reicht für die meisten. Für die Tierfotografen, Sport-Action-Fotografen ist es natürlich ein Riesenunterschied. So, also meine Empfehlung ist, kauf dir eine gebrauchte Z7-2 oder bleib dabei, wenn du die schon hast. Weil der Aufpreis zur Z8 ist sehr groß. Wir reden von mehreren tausend Euros gegenüber einer gebrauchten Z7-2. Und wenn das Geld nicht super üppig ist, dann kannst du für das gesparte Geld halt dir ein neues Fahrrad kaufen oder dir halt eben ein paar Objektive kaufen. Von beiden hast du wahrscheinlich mehr als von der Z8 gegenüber der Z7-2. Außer Sportier-Action-Fotografen. So, das ist ein bisschen das Fazit. Ansonsten, mega gute Kamera. Meiner Meinung nach aktuell die beste Kamera, die es überhaupt gibt für die allermeisten Fälle. Man kann sagen, die A7 R5 ist besser oder nicht. Die hat halt das coolere Display. Und die hat natürlich die Objekterkennung, die einfach Magic ist. Also Magic kenne ich von niemandem anders. Das ist total crazy Magic. Aber ich habe die A7 IV, die das nicht so gut hat. Die ist gut genug. Die sitzt bei mir auch immer. Also noch besser ist cool, aber brauche ich nicht. Und mit der Z8, ja, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, ich habe es gesagt, dann ist die genauso gut. Wenn nicht sogar besser in manchen Situationen, weil man von vornherein mit dem Punkt arbeitet. Canon R5, die ist halt schon ein bisschen älter, aber immer noch gut. Der Chris sagt, die R6 II zum Beispiel hat inzwischen einen besseren Autofokus. Also sofort die Frage bei Canon, mit was vergleiche ich es jetzt? Die R6 II ist viel günstiger und hat einen besseren Autofokus, hat aber nur 24 Megapixel. Und wenn du die Z8 haben willst, willst du ja wahrscheinlich die vielen Megapixel haben. Aber nichtsdestotrotz, also das sind alles sehr, sehr gute Kameras. Das spielt wirklich keine Rolle. Die sind alle total auf Augenhöhe von der Leistungsfähigkeit her und sind Nuancen. Mir persönlich gefällt die Bedienung bei der Nikon sehr, sehr gut. Ich bin super happy mit Sucher und Display. Die Sony zum Beispiel hat einen viel höher auflösenden Sucher. Ich habe sie jetzt nicht nebeneinander packen können. Aber gefühlt ist der von der Nikon besser, der Sucher, weil mehr Pixel nützen mir nur sehr bedingt was. Ja, ich kann theoretisch mehr reinzoomen und mehr Pixel sehen. Aber ich bin 50, meine Augen geben das gar nicht mehr her, glaube ich. Von so her. Also der Sucher ist extrem, wirklich extrem gut. Nimm den vielleicht, vielleicht nicht, die Kamera mal in die Hand nehmen, irgendwo im Fachgeschäft. Dann weißt du, was ein richtig guter Sucher ist. Aber bei der Z6, Z7 ist das auch schon so. Deswegen, also das ist kein relevanter Unterschied mehr. Solltest du sie dir kaufen oder nicht, musst du natürlich ein bisschen selbst sagen. Wenn du sie dir kaufst, kauf sie bei Fotohammer, dann kriege ich ein paar Prozent ab. Also nicht ein paar Prozent, das wäre schön. Kriege ich eine Kleinigkeit ab. Und du kriegst hoffentlich einen sehr guten Preis. Und du kriegst dazu ein Fototuch, Einwickeltuch. Ich habe es dabei. Geht ja nicht griffbereit. Oben drin. Da ist die Kamera eingepackt drin. Ups. Das ist so ein Kletttuch. Da kann man die Kamera drin einpacken und da kann man sie super transportieren, beziehungsweise Objektive, weil es ist immer die Frage, wie macht man das? Ich werde immer gefragt, wie transportierst du deine Kamera auf dem Fahrrad? In der Regel im Rucksack. Und dann halt in so einem Tuch. Weil ich habe meinen Fotorucksack meinen Fahrradrucksack und keinen Fotorucksack. Und ich habe halt einfach einen Fahrradrucksack, der eine Nummer größer ist, als ich brauche. Und einen kleinen. Und wenn ich halt die Kamera mitnehme, dann nehme ich halt den Tick größeren und dann packe ich die Kamera in so ein Tuch und packe sie rein. Und gut ist, weil egal welches Objektiv und so, das kriegt man da immer irgendwie rein. Die Kamera ist ein bisschen geschützt und dann ist das Einfachste. So am Rande. Also, kriegst ein Tuch dazu, wenn du es bei Fotohammer kaufst. Wie ist denn der Vorteil? Und die machen dir einen guten Preis. Das war mein Fazit. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Wenn du sie dir kaufst, ganz viel Spaß damit. Ich weiß, ganz viele von euch haben sie schon gekauft. Unter diversen Videos kamen ja schon Kommentare. Und ich weiß auch, dass sehr, sehr viele von euch sehr, sehr happy damit sind. Ich habe bislang noch von keinem gehört, dass er das bereut hat. Das wüsste ich auch nicht, warum. Das wäre wirklich frech, weil die Kamera macht schon echt Spaß. Also wirklich Spaß. Außer das Größenproblem. Ne? Die Kamera in klein. Die Kamera in der Größe einer A7C. Weil man kann sie klein bauen. Liebes Nikon-Team, guckt euch die A7C an und macht die mal in gut. Mit dem Sucher, oder meinetwegen ohne Sucher, aber mit dem Display in der Größe, das wäre ein Killer. Zielgruppe ist viel größer.